Fortschritt ist etwas Gutes. Wer konservativ im Gestern stecken bleibt und nicht bereit ist, sich für neues Denken zu öffnen, der kommt nicht voran. Wer grün in Verboten denkt, wer Freiräume einschränkt, der behindert Fortschritt. Wo Menschen die Chance haben, etwas zu bewegen, da sind Perspektiven für ein freies Leben. Das gilt in Deutschland genauso wie weltweit.